Okay. Also wir machen jetzt die Quest Das Gewölbe der Ältesten, Teil von Das Relikt, Kapitel 3. Der Erhabene hat alles Nötige, um in das Gewölbe der Ältesten zu gelangen und das Relikt zu stehlen. Das Surt so viel bedeutet. Ja, und die wähle ich jetzt an, stiehl dich unerkannt in die Altstadt. Wir waren ja schon mal in der Altstadt drin, aus Versehen, also heute am Anfang der Folge. Aber stiehl dich unerkannt in die Altstadt, das ist ja jetzt nochmal eine Stufe härter. Also wir könnten natürlich uns hier zu diesen Dingsbums-Typi machen hier. Zack, so. Ich bin nur ein ganz normaler. Von Benner euch. Sagte, Fridtjof von Thüre würden mich irgendwo jenseits dieser Tore erwarten. So, also Fridtjof und Thüri müssten in der Altstadt sein. Vielleicht verstecken sie sich ganz offensichtlich im Inneren. So, der ist das Innere. Wo ist das Innere? Hier sollte ich vorsichtig sein. So, meine Tarnung fliegt bald auf. Wir müssen irgendwie mal uns irgendwie abducken. Kann ich irgendwie nochmal schnell erweitern oder? Nee. Ah, gut. Gerade so, glaube ich. So. Also, hier haben wir auf jeden Fall ein Erkundungsgebiet erstmal. Und wir müssen erstmal ein bisschen schauen, was wir jetzt genau entdecken sollen und so weiter. Da drüben ist ein Questmarker. Also beziehungsweise ein Hinweis. Er kam rechtzeitig an, bevor Harvey ihn töten konnte. Es ist nichts passiert. Ja, du hast dafür gesorgt, dass wir rechtzeitig da waren. Endlich! Du hast es geschafft! Vorsicht! Das klang fast, als hättest du an mir gezweifelt. Wie geht es deinen Augen? Sind sie geheilt? Sie werden besser. Den Göttern sei Dank. Gern geschehen. Na dann, zeig mir mal, was ich mit diesem verstärkten Sonnenstein tun soll. Einar? Lebt, soweit ich weiß, ist aber alt und langsam. Also müssen wir ohne ihn anfangen. Lege den verstärkten Sonnenstein auf den Sockel. Was? Und der ist noch verstärkt? Echt? Das ist jetzt schon so lange her, dass ich den erhitzt habe. Lass uns in Frieden. Ja, und das war genau das, was ich nämlich heute am Anfang der Folge sagte, als wir hier schon mal probeweise hier waren. Manche Sachen kann man erst machen, wenn man mit der Quest vorankommt. Und genau das ist es gewesen hier. Leg den Sonnenstein jetzt. Ja, leg mal ab. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Nein, diese Vorrichtung. Wie war das doch gleich? Ich glaube, ja. Ich denke mal, wir müssen mehr Licht hierher lenken. Ja. Auf diesen Punkt. Überlasst das mir schon. Versteckt euch. Weil ich war ja heute hier schon am Anfang der Folge hier dran und habe mich schon gewundert, wo die Strahlen hingehen sollen, aber jetzt macht's natürlich Sinn. Mal sehen, was das Licht enthüllt. Doch der Sonnenstein dacht. Er braucht mehr Licht. Ach echt, Eivor. Wenn ja zwei Lichtstrahlen gibt, werden wir nur einen brauchen. Mit Sicherheit. So, mal schauen. Es klappt. Einar hatte recht. Ich bin ja noch gar nicht da. Hallo. Nun wird das Relikt mir gehören. Okay. Das Gewölbe der Ältesten. Oh, verdammt an Helmer. Besser hätte ich es nicht sagen können. Was ist los? Warum öffnet es sich nicht? Wurde die Vorrichtung vielleicht beschädigt? Ja, also, ich würde mich wesentlich sicherer fühlen, wenn mein Vater... Hilfe! Macht euch an die Arbeit. Ich kümmere mich um das Kämpfen. Wozu haben wir denn uns eigentlich hier reingeschlichen, wenn das schon hier so losgeht? Da hätten wir auch alle kalt machen können. Ja.
Lage beschützen. Aber die haben ja weit und breit keine Feinde jetzt hier. Da kommen noch welche. Was machst du denn hier, du einäugiger Dunghaufen? Ich suche ein Relikt. Seit ich es zuletzt gesehen habe, ist es irgendwie noch runzliger und griesgrämiger geworden. Ach, Klappe. Du suchst wahrscheinlich das hier? Das Relikt? Ein Haufen Müll. Ich habe das gute Zeug schon rausgeholt. Was? Dann sollten wir wohl gehen. Du siehst aus, als hättest du Bekanntschaft mit einem Troll gemacht. Glot mag ein mieser Bastard sein, aber er weiß, wie man Zwerge foltert. Das ist mal klar. So, wir sollen eigentlich die Zwerge noch in Sicherheit bringen, aber ich gucke erstmal. Vielleicht gibt's ja hier was. So, auf jeden Fall sind wir jetzt zum ersten Mal hier reingekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, aber wir sollen jetzt wieder raus. Aber gut, ich denke mal, die Tür bleibt ja jetzt auf. Gehen wir halt später nochmal rein. Ich darf hier nicht erwischt werden. Was haben wir denn da? Da lässt mein Stiefsohn euch einmal aus den Augen und... Ach, seht euch dieses Chaos an. Und sein Vater glaubt, er könnte eines Tages über Muspelsheim herrschen. Oh, nein, 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 nein. Sie ist eine der ganz Schlimmen. Sie ist nichts. Aber an ihren Händen klebt Frigs Blut und so muss sie zahlen. Findet einen anderen Weg hinaus. Der Weg, auf den wir reinkamen. Schnell! Geht zur Zuflucht. Ich kümmere mich um sie. Immer diese Versprechung. Ja, vor allen Dingen haut die doch auch jedes Mal ab hier. Wenn die sie mal stellen würde, richtig. Bis zum Tode. Dann wäre die schon längst weg vom Fenster. Ja, und weg war sie wieder, ne? Die Zuflucht. Ja, wir sollen jetzt zur Zuflucht zurückkehren. Da würde ich ja jetzt die Schnellreisepunkt einfach mal nehmen. Der Marker ist zwar vor der Zuflucht, aber ich denke mal, wir müssen rein, oder? Ach nee, Schnellreise ist nicht verfügbar. Ach so, weil wir vielleicht in ein Sperrgebiet sind. Müsste man nochmal schnell raus hier. Oder? Sieht eigentlich jetzt gerade nicht so aus wie Sperrgebiet. Jetzt funktioniert's. Alles klar. Alles ein bisschen neuer hier, ne? Also schnell, Sperrgebiete sind ja also manchmal ein bisschen dynamischer. Also die sind so auf bestimmte Regionen von in bestimmten Gebiet abgegrenzt. Das kennt man auch eigentlich so vom Hauptspiel nicht. Aber wir sind jetzt hier bei der Zuflucht. Und die Zuflucht. Ich muss mit Ewaldi sprechen. Genau. Da ist er. Dann sprechen wir nochmal mit ihnen. Hast du sie erledigt? Sie konnte fliehen. Komm, ich war lange genug eingesperrt.
Von all den Gesichtern, die ich in Asgard zurückließ, habe ich deins am wenigsten hier erwartet. Höre ich da Enttäuschung? Mir wäre es lieber gewesen, du hättest eine vollbusige Valkyria geschickt, die nichts als ein Lächeln trägt. Und ein Fass von dem guten Zeug bei sich hat. Allerdings. Aber als ich dich im Palast sah, wie du durch Gloths Tor kamst, nun, da wusste ich, dass du meinetwegen da warst. Danke. Alles für einen Freund. Mein sanfter Kerkermeister befreit mich aus einem viel schlimmeren Kerker. Wie in einem Gedicht. Ihr Zwerge habt die Dichtkunst noch nie verstanden. Der Himmel ist hoch, Holz ist gut und du bist noch immer ein Arschloch. Wie gefällt dir dieses Gedicht, du elender Hund? In etwa so gut, wie du riechst. Ich habe übrigens Verwendung für dich. Der Erhabene hat Verwendung für mich. Das lässt einem das Blut gefrieren. Nun, wie du weißt, machen wir Zwerge nichts umsonst. Atmest du frische Luft oder den Gestank von Gloths Folterknechten? Lass dein Auge in seiner Höhle. Was soll ich für dich tun? Warte. Was? Die! Stell dich mir! Sei gewarnt! Ich werde beenden, was du begonnen hast! Ich dachte, ich gehe mal ein bisschen quatschen, aber schon haben wir eine Miezekatze vor uns. Die ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als die andere, die wir ja gerade zusammen geprügelt haben. Scheibenkleister. Sie ist tot. Surt raubte meinen Sohn. Nun erschluck ich seinen. Ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Ich wünschte, du hättest mich auch mal zutreten lassen. Der hat mich mal fast gefressen. Ist es also vorbei? Die Feuerriesen werden im Chaos versinken. Nicht solange Surt an der Macht ist. Erzähl mir mehr über die Relikte und was du mit ihnen getan hast. Was ist im Gewölbe geschehen? Was glaubst du? Gloth folterte mich, befahl mir, die Relikte wiederzuerwecken und ihnen dann ihre Macht zu entziehen, damit Surt sie irgendwie nutzen kann. Und das vermochtest du nicht? Wie kannst du es wagen? Natürlich vermochte ich das. Aber nicht für einen Scheißkerl wie ihn. Selbstverständlich war Gloth zu dumm, um zu erkennen, dass ich den Zeder auflöste, statt ihn zu speichern. Sobald ich wusste, dass du kommst, schlachtete ich die Relikte aus und machte sie nutzlos. Keine mächtige Waffe für den ollen Surt. Es ist unklug, so einen Feind zu unterschätzen. Du warst jedoch kurzsichtig, Ivaldi. Ich hätte diese Zauberkraft gut gebrauchen können. Nun, wenn du mächtige Dinge suchst. Während meiner Gefangenschaft hörte ich Gerüchte. Surt baut etwas. Es soll klein, aber sehr wirkungsvoll sein. Es ist von unschätzbarem Wert für ihn. So wertvoll, dass du ordentlich Schaden anrichten würdest, sollte es dir in die Hände fallen.
Musik in meinen Ohren. Ich werde in dieser Sache den Rat einer Quelle suchen, die älter und erfahrener ist als ich. Doch zuerst brauche ich ordentliches Werkzeug. Für den Anfang einen Hammer und vielleicht ein, zwei Meißel. Im Norden Wangrins gibt es einen Damm. Ein riesiges Ding. Fast komplett zugefroren. Südlich des Damms ist eine Werkstatt. Vielleicht ist sie noch in gutem Zustand. Wenn deine Reisen abgeschlossen sind, suche mich dort auf. Ich komme dorthin, wenn ich bereit bin. So. Sah jetzt aus wie so ein kleiner Film noch, aber wir haben jetzt die Svartalfheim-Sage abgeschlossen und die Quest, das Gewölbe der Ältesten.